darf ich als landwirtschaftlicher Berater die Technisierung in der Landwirtschaft erklären. Wollen Sie mit auf eine Autofahrt? Fahrt? Würde es Sie reizen, aus der Schönheit in einem Auto, so elegant, so rasant, dazu voll souveräner Überlegenheit in jeder Situation, schnelles Sehen und Erleben, Musik der weiten Welt. Bitte steigen Sie ein, der Platz ist reserviert für Sie. Zum Autofahren in seiner schönsten Form. Kurve neue, schöne Bilder bereithält. Kleines Portofino. Und immer wieder Kulisse für Film- und Modeaufnahmen. Wieder einmal heißt es Bella Macchina. Und das steht schief. Diese Schlepper laufen 24 Stunden am Tag. Die Fahrer wechseln sich dabei in mehreren Schichten ab. Nur so ist es möglich, mehrjährige Einsatzzeiten der Praxis in kürzester Zeit zu erreichen. Einzelradbremsen, der Schaltung, der Lenkung. Das neue Porsche Dieselprogramm umfasst die Schlepper Junior, Standard T, Standard Star, Super und Master. Für den Fahrer eines Sportwagens, so wie das Pferd den Willen des alle in Nordamerika zugelassenen Porsches hintereinander führen, so wäre die Schlange kaum länger als 100 Kilometer. Es gibt viele Autos in den USA, die länger, breiter und höher sind als der Porsche, teurer und billiger. Aber es gibt kaum eins, das seinem Besitzer mehr Freude und mehr Befriedigung schenkt als ein Porsche. Und weiter geht die Fahrt über Straßen und Plätze der britischen Hauptstadt. Auf denen von London ein Sprung nach Berlin. Das schwungvolle Dach der Berliner Kongresshalle verträgt sich gut mit der eleganten Linie der Porsches, deren Besitzer an diesem Tag einigen Freunden ihre Stadt zeigen wollen. Der Porsche ist längst überall in der Welt zu einem Begriff für schnelles, sicheres und bequemes Fahren geworden. Auf den großen Autosalons steht er Jahr für Jahr im Mittelpunkt. Ein Symbol für unablässiges Streben nach Vollkommenheit im Automobilbau.
Die Automobilausstellung in Frankfurt brachte 1963 den ersten völlig neuen Porsche seit 15 Jahren, den Typ 901. Bei Porsche hält man nichts von den modischen Rosselsprüngen der Karosserieschneider. Hinter jeder Veränderung muss mehr stecken als nur eine kaufmännische Überlegung. Sehr aufgelos erkennbar. In diesem Raum entsteht manches von dem, was im nächsten Jahr im internationalen Fahrzeugbau neu sein wird. Der Vater des jungen Konstrukteurs, Terry Porsche, der Chef des Werks, koordiniert die Arbeit der Abteilungen seines Hauses. Er prüft, berät, ermutigt und verwirft. Jedes Jahr bringt einen neuen, besseren Porsche, auch wenn das auf den ersten Blick und auch auf den zweiten nicht zu erkennen ist. Und jedes Jahr bringt dem Hause Porsche neue Freunde, in allen Teilen der Welt. Moderne Menschen mit einem sicheren Gefühl dafür, dass ein Auto mehr sein kann als... Drehzahlbereich zu bewegen. In jedem Fall eine an das Ideale grenzende Lösung, die der Porsche 911 in dieser Beziehung bietet. Wenn die Autobahn mal nicht voll ist, dann sind Geschwindigkeiten um die 200 recht spielend zu erreichen. Es versteht sich von selbst, dass ein Wagen mit solchen Fahrleistungen auch ein Optimum an Straßenlage bieten muss. Wird das Gasgeben richtig dosiert, verhält sich der Wagen weitgehend neutral. Und nur wenn man mit überdurchschnittlich scharfer Fahrweise in die Kurve geht, macht sich das einstmals so unangenehme Schleudern des Hecks bemerkbar. In jedem Fall lässt sich das Fahrzeug mit geringen Lenkradbewegungen kontrollieren. Überraschende Reaktionen wie plötzliches Ausbrechen gibt es nicht. Die Lenkung verlangt eine... In Anbetracht der hohen Leistungen des Sechszylindermotors hält sich der Verbrauch in erstaunlich niedrigen Grenzen. Bauen und es fahren. Sie werden einige in diesem Film sehen. Die Porsche Kommanditgesellschaft ist einer der wenigen noch existierenden erfolgreichen Familienbetriebe in Deutschland. Dr. Ferry Porsche, Sohn des Erfinders Professor Ferdinand Porsche, ist als Generaldirektor aktiv in der Herstellung tätig. Seine Söhne beschäftigen sich mit Entwurf, Forschung und Verwaltung. Hierdurch wird die Porsche-Tradition und Integrität gesichert und erhalten. Dies ist Porsche. Herrlich anzusehen, eine wahre Freude. Von Stoßstange zu Stoßstange, jede Linie, jede Biegung, jede Verzierung und alle funktionellen Teile tragen zur Perfektion des Ganzen bei. Über 17 Jahre hingebungsvoller Arbeit, immer verbessernd, ändernd und suchend, stecken in einem Porsche, einem der weltbesten Automobile. Wagen bauen. Hier in der Porsche Straße 42.
1981, zum 50-jährigen Firmenjubiläum, fährt Dr. Ferry Porsche beim Gedächtnisrennen auf dem Nürburgring den ersten 356, der für diesen Zweck aus dem... Auf der Basis des 924 entsteht 1981 der 944, dessen Motor sich trotz größerer Leistung durch sparsamen Benzinverbrauch auszeichnet. Eine Porsche-Studie aus dem Jahre 1973, das FLA-Forschungsprojekt Langzeitauto. Der Grundgedanke war, man sollte eigentlich das Material, das wir auf dieser Welt nur beschränkt haben, nicht so anwenden, dass es nach Anwendung weggeworfen wird, sondern entweder die Anwendungszeit verlängern oder das Recycling. Das heißt, dass das Material noch einmal verwendet werden kann. Also nicht, dass man sozusagen wertvolle Bodenschätze einfach verdut und dann wegschmeißt. Und zu diesem Projekt haben wir Langzeitauto gesagt. Es sollte ja eine Wettfahrt stattfinden, Berlin-Rom. Und zwar gerade im September, knapp danach, nachdem der Krieg angefangen hat. Das wurde natürlich abgesagt. Und für diese Veranstaltung haben wir drei VWs mit einer Stromlinienkarosserie gebaut, um an der Wettfahrt teilzunehmen. Bei diesen Fahrzeugen haben wir gesehen, was man aus so einem kleinen Auto mit einer günstigen Karosserie, mit einem geringeren Gewicht, also Leichtmetallkarosserie und so weiter, machen kann. Und das war dann die Veranlassung nach dem Krieg, allerdings nicht auf dem VW-Fahrgestell, sondern als selbsttragende Karosserie, den ersten Porsche zu machen. Strecke. Hubschrauber sind auch nicht die leisesten. Neue Flugzeugmotoren. Richtig gehört, Flugmotoren. Der Flugmotor war international gesehen etwas vernachlässigt. Der Porsche-Versuchsprüfstand zählt in seiner Art zu den modernsten der Welt. Hier im Versuch ein 600-Stunden-Flug rund um die Erde. Auch das ist Weissach. Oder Allradantrieb für den Porsche, für Schnee, Eis, Matsch. In Spanien hat das Reisen Tradition, wohl eine der